Ja, herzlich willkommen und moin moin zur ersten Folge Anno 1800. Ja, lang haben wir drauf gewartet und jetzt geht's endlich los. Bin schon ein bisschen fickerig. Nein, ich habe tatsächlich schon gespielt, wie ihr sehen könnt. Ich kann auf Fortsetzen klicken. Und wir starten aber ein wunderschönes neues Spiel. Und damit die Kampagne ein bisschen auf den Sack geht und ich lieber frei baue, machen wir ein freies Spiel. Ne? Hilfe können wir erstmal getrost drauf verzichten. Wir kommen auch so zurecht. Dann suchen wir uns hier noch einen Schnuggel aus. Der ist es definitiv nicht, weil der sieht scheiße aus. Die Hyopies kann ich mittlerweile freischalten. Ja, in die Minie. Der ist auch schnieger. Ne, hat sogar fast meine Frisur. Und dann können wir uns auch ein schönes Logo aussuchen. Ja, wir nehmen Yggdrasil. Yggdrasil und Grün. Da wird er was. Aber wir heißen anders. Leider gibt das Spiel Ragnar Bertholdsson nicht hin. Also machen wir Ragnar Bertholdsson. Oder einfach nur Ragnar. Klingt auch gut. Und weiter geht's. Ja, ich habe den Vorbestellerbonus drin. Das ist einmal so ein schönes Denkmal und so ein paar abgewandelte Sachen. Ne? Neuer Skin für den Zug und ein anderer Skin fürs Flaggschiff. Die nehmen wir einfach mal. So, wir spielen auf normal. Das reicht vollkommen. Ja, reiche Erzvorkommen, hohe Fruchtbarkeit, volle Baukostenerstattung. Ja, gut. Ist jetzt am Ende nicht so wichtig, aber die Fruchtbarkeit ist halt schon schöner. Ich habe keinen Bock, da 10.000 Inseln abzusuchen. Dann gehen wir nochmal in die benutzerdefinierte Einstellung. Suchen einmal den Seed aus. Freigestellte Schwierigkeit ist normal. Startweltgröße, ja, machen wir klein. Und dann sieht das doch ganz schön aus. Archipel, Atoll, Inselbogen, Ecke, Schneeflock. Schneeflock ist ja auch cool. Aber wir nehmen ganz normal das Archipel. Weiter geht's zu den Charakteren. Du gehst mir jetzt schon auf den Sender. Dich will ich nicht haben. Hier, oh ja, ja, nimm mich. Wir erkunden. Die gute. Und lassen Josh Sie mich. Smith. Mir geht es gut. Ich suche nur meinen verdammten Gehstock. Ja, der braucht einen Gehstock. Ist schon mal gut. Hoffentlich hilft uns das im Spiel. Fraktionen. Wir lassen alle drin. Ne, da machen wir nichts weiter. Merkmale. Ja, gut, lassen wir auch so. Wir wollen ja gemütlich spielen. Startbedingungen. Ja, wir starten mit dem Flaggschiff. Mit einem vollen Konto. Großes Startkapital und aufgedeckte Karte. Ne, einfach weil es irre nervig ist, am Anfang jetzt mal mit dem Schiffchen überall rüber zu plubbeln. Siegbedingungen. Brauchen wir keine. Und das speichern wir einmal unter Ragnar ab. Falls uns das nicht gefällt. Jo. Und dann geht's los. Auf geht's in ein neues Spiel. Ich bin ja gespannt, wie die Performance nachher ist. Ich habe gemerkt, wenn die Inselausbaustufe etwas höher wird, dann läuft das nicht mehr ganz so knackig rund. Ne, dann bin ich ohne Aufnahme schon bei 60 FPS. Mit Aufnahme dürfte das nochmal bedeutend weniger werden. Aber wir werden sehen, was wir hier Schönes bauen können. So, erstmal schön langsam einstellen. Gucken, was hier abgeht. Und wo wir hinbauen wollen. So. Sieht ja erstmal gar nicht so schlecht aus. Was haben wir hier? Wir haben ein bisschen Eisen. Noch mehr Eisen. Ein bisschen Zement, das brauchen wir erst im Late Game. Wir haben Öl, das ist auch schon mal schön. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir haben hier Lehm. Mehr Lehm. Ein bisschen Steinkohle. Steinkohle wird relativ früh relativ wichtig. Aber das sieht doch erstmal ganz gut aus. So. Dass hier natürlich das Öl ist, ist ein bisschen kacke. Das heißt, wir müssen hier zwangsweise nachher ein bisschen Industrie hinballern. Das heißt, das ist hier gar nicht so schön für
unsere Bevölkerung. Das ist zu klein für Bevölkerung. Hier werden wir aber so eine kleine Nebengruppe hinsetzen. Ne, wir werden nämlich extrem viele Bauern brauchen. Und ich habe festgestellt, das sieht in der Stadt nicht so schön aus, also knolzen wir die hier hin. Aber hier könnten wir schön... Oder hier so in den Berg rein, ist natürlich auch ziemlich geil. Da ist dummerweise das Eisen. Ne, dann könnten wir hier so einen Besucherkai nachher hinmachen, wo dann unsere Touristen ins Land kommen. Und so schön zwischen den Bergen. Ich glaube, das machen wir. Ja, das machen wir. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an. Ne? Mit ein bisschen Markt brauchen wir. Ne? Damit unsere Leute mit allem versorgt sind. Das finde ich jetzt schon doof. Wir gehen ein bisschen beiseite. Denn wir müssen ja noch ein paar Bedürfnisse stillen. Und ja, wollen wir doch mal schauen. Hier neben werden wir nachher noch ein Wirtshaus setzen. Direkt daneben auch. Ne, ihr werdet sehen, ich bin so ein bisschen auf Schönbauen aus. Ne, und das Wirtshaus ist in etwa so groß wie das Marktgebäude. Sie haben ein neues Zwischenziel heißt, wir erreicht. Stellen hier... Ja, nimm mir das mal aus dem Bildkolle. Das stört mich ja nur minimal. So, hier lassen wir für ein paar Verschönerungsdinger noch den Weg offen. Hier ziehen wir zu. Halt, das war Blödsinn. So muss es aussehen. Und zack. So, den Scheiß reißen wir wieder weg. Brauchen wir nicht. Was wir jetzt gleich machen müssen, ist tatsächlich eine Verbindung zu unserem Konto bauen. Denn ansonsten läuft hier gleich gar nichts. Ist am Anfang gar nicht das Problem. Man hat echt einen Haufen Kohle. Muss man sich keine Sorgen drum machen. So, und dann können wir hier nämlich mit unserer Holzproduktion anfangen. Da wir recht schnell recht viele Bretter brauchen. Ja, ganz so nah will ich sie nicht dran haben. Da kommt nachher auch unsere Schwerindustrie ran an den Hafen. Wir machen eins hier. Dazu auch gleich ein Sägewerk. Zack. Und einen Weg. Das Ganze machen wir gleich zweimal, weil wir nicht ewig warten wollen. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. So. Zack. Kommt hier hin. Noch ein Sägeweg. Und so. So, hier sehen wir schon. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Arbeitskraft ist mau. Macht aber gar nichts. Wir brauchen aber vor allem erstmal am Anfang die Grundinfrastruktur. So, haben wir gleich ein Lagerhaus dazu gebaut. Die holen den ganzen wir Scheiß gleich ab. Mehr Erntehelfer. Wir stecken hier viel Herz. Und jetzt bekommen die erstmal ein bisschen Support. Nanu, was ist hier los? Bewohner ziehen aus. Warum das denn? Ach, weil der Markt nicht angeschlossen ist. Ja, Markus, das war clever. So, haben wir gleich erledigt. Daran soll es am Ende ja nicht hapern. Und jetzt sehe ich schon, dass ich das erste Mal Blödsinn gemacht habe. Die sollen natürlich so hier sitzen. Zack, 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 zack. Ja, ihr kriegt auch eine Straße. Ich bin ja kein Unmensch. Und dann sieht das erstmal so aus. Jetzt muss ich mal einmal gucken. Marktplatz. Hm. Ich glaube, wir gehen hier noch einen rüber. Spielstand gespeichert. Damit wir hier noch eine Häuserreihe hinkriegen. Das heißt, wir reißen das wieder ab. Machen das dann so und ziehen dann hier unsere Straße. Wupp. Einfach, weil es schöner aussieht. So. Dann hier nochmal den Weg wieder anschließen. Alles ganz easy peasy. So. Das sieht doch schon mal nach was aus. So, und jetzt brauchen wir tatsächlich schon Bretter. So, das werden die hier aber hoffentlich gleich besorgen. Jo, da geht es schon los. Und während die uns hier das Holz ranschleppen, können wir uns schon mal ein bisschen ausmalen, wie wir das Ganze gestalten wollen. Ich
Ich würde sagen, hier kommt nachher eine schöne Allee hin. Damit das ein bisschen schick aussieht. Wir werden dann außenrum weiterbauen. Und machen wir das auf der kleinen Seite auch. Ein bisschen symmetrisch bin ich ja immer Fan von, ne? Machen wir einfach mal. Zumindest bis hier hinten. Und dann, ganz witzig, das ist neu, kann man hier unten in den Blaupausenmodus gehen. Das ist ganz cool. Und dann kann man schon mal sagen, da will ich Häuser haben. Da will ich Häuser haben. Da habe ich mich verklickt. Hier will ich auch Häuser haben. Und kriege ich hier noch zwei hin? Nee, zwei weitere kriege ich dann nicht hin. Na, aber da kann man dann nachher nochmal so eine Einzelreihe hinbauen. Und dann komme ich ja hier nicht mehr weiter. Also, zapp, zarab. Gehen wir hier mit einer schönen kleinen Allee wieder drüber. Dann kommt hier natürlich noch die Straße bis zu Ende gezogen. Und wir müssen leider diese kleinen Karrees machen. Warum, zeige ich euch nachher noch. Ja, denn, oder kann ich euch jetzt schon zeigen, die Dinger hier haben Einzugsgebiete. Und die ändern sich, wenn ich die Straßen anders setze. Also wir kommen jetzt bis etwa zur ersten Reihe mit einer vollen Auslastung. Wenn ich hier jetzt eine Straße hinbaue, wird das wahrscheinlich etwas weiter sein. Ja, und schon sind wir ganz hinten. Ne, deswegen ist es ganz sinnig, auch ein gutes Wegenetz anzulegen. Ansonsten kommt man hier ganz schnell in Schwulitäten. So, jetzt haben unsere Leute aber erstmal Hunger. Hunger! Was gibt's denn Schönes zu essen? Bisschen Fisch? Nom nom, das ist doch was Gutes. Ich bin aber noch im Blaupausenmodus, das ist dumm. Zack, da steht das gute Ding. So, dann haben wir schon die Grundbedürfnisse erfüllt. Ganz easy peasy, war überhaupt kein Ding. Das war schnell erledigt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bauen wir hier gleich weiter? Oder gehen wir in die andere Richtung und bauen uns Richtung Hafen aus? Nö, ich glaube, wir bauen erstmal hier. Ja, weil wir hier schön an die Waldschneise ran wollen. Ziehen da gleich ein paar Straßen rum. Zack und zack. Und da wird er doch ein Schuh draus. So, ne? Hier auch cool, Blaupausenmodus. Und jetzt, zack, habe ich mittlerweile die Bretter da. Wir können ans Ausbauen gehen. Ne? Viel weiter kommen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir brauchen erstmal eine bestimmte Einwohnerzahl, nämlich 100. Dann können wir hier die ersten Verbrauchsgüter beziehen, aber dafür brauchen wir erstmal Ressourcen. Also gehen wir ein bisschen Kit und dann wird das auch gleich. Hier läuft unsere Holzproduktion auf Hochtrieb. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wow, wir sind jetzt ein Dorf. Da sind es auch schon die 100 Einwohner. Zack, zack, zack. So, und dann können wir jetzt anfangen mit Schnapsbrennen. So, die Frage ist, wohin verlagern wir unsere Schnapsproduktion? Hier wollten wir ein kleines separates Dorf machen. Und hier haben wir ja schon so ein bisschen mit Industrie angefangen. Oh ja, schönes Panorama. Obwohl hier, wir brauchen nachher noch ein bisschen mehr Holz. Obwohl nicht unbedingt. Nö, eigentlich können wir das hier, glaube ich, anfangen direkt. Zur besseren Kenntlichmachung. Wir gucken mal. Mit etwas Glück reicht das so, Spielstand gespeichert, dass der auf 100% bleibt. Ja. Das ist gut. Ziehen wir da einmal Straßen rum, damit es ein bisschen schicki aussieht. So, Optik ist gewahrt. Ziehen wir uns hier einmal eine Straße lang. Zack. Und dann können wir schon anfangen mit den ersten Feldern. Nehmen wir mal einen Kartoffelschnaps, auch bekannt als Wodka. So, was brauchen die denn? 72 Kartoffelfelder, na meine Herren. Das ist eine Menge. Gucken wir mal, wie weit müssen wir dann nach hinten raus? Das geht eigentlich. Ne, das sind tatsächlich auch diese neuen Fältchen, die alle nur einmal ein Feld groß sind. Oh, das ist doch ganz angenehm.
Ja, guck mal, da steht's dann auch. Kartoffeln brauchen 30 Sekunden, bis eine Kartoffel gemacht wird. Und die Schnapsbrennerei braucht 30 Sekunden, bis sie daraus einen Schnaps macht. Ja, dann reicht uns erstmal ein Feld. Jetzt schauen wir mal, das ist natürlich reichlich dämlich platziert hier. Das heißt, hier können wir nachher irgendwas Größeres hinbauen. Und hier haben wir noch ein bisschen Luft. Und die Luft nutzen wir doch gerne, um da erstmal eine Schnapsbrennerei hinzumachen. Der ist fleißig dabei, der fängt jetzt an. Und dann haben wir schon mal das erste Schnaps. So, aber wir planen ein bisschen voraus. Wir machen da gleich zwei draus, damit sich das auch lohnt. Da werde ich nachher irgendwelche andere Industrie hinsetzen. Das heißt, wir machen das so. Und dann gibt es auch hier lecker Kartoffeln. So, ich würde das eigentlich ganz gerne ein bisschen ändern. Ach, boah, auch scheißegal. Ja, das blöde Feld da oben nehmen wir wieder weg. Was einfach hässlich ist. Und setzen das hier mit ran und dann ist das schick. So, natürlich noch eine zweite Brennerei dazu. So, und dann können die fleißig saufen. So, und schon ist unsere Bevölkerung wieder im Minus. Und unzufrieden. Das ist ja katastrophal. Können wir so nicht stehen lassen. Also mehr Wohnhäuser. Zack, zack. Und gleich Straßen ran. Das sollte sich jetzt gleich erholen. Und wir brauchen auch noch ein lecker Schmeckerwirtshaus. Ne? Hier wird sich in gediegener Atmosphäre bearbeitet. So, Straßen ran. Hier werden wir das so machen und hier machen wir das auch. Und dann können die sich gleich volllaufen lassen. So. Und jetzt müsste sich die Szene langsam ein. Das gleich erholen, würde ich sagen. So, dann sind wir gleich schon mal auf dem grünen Zweig. Wir werden aber noch mehr Arbeiter brauchen, weil die wollen wir zum Anziehen haben. Die Schweine. Also, noch mehr Wohnhäuser. Da fehlt uns jetzt schon das Holz. Ne, es ist krass. Am Anfang braucht man da wirklich saumäßig viel. Aber das macht gar nichts. Tisch macht überhaupt nichts. Hier, ne, das sieht ja hier ein bisschen unschön aus. Deswegen verschieben wir unsere Blaupause mal ein bisschen nach hier. Dann habe ich totalen Quatsch gemacht. So soll's. Und dann werden wir hier nämlich noch so eine Allee lang ziehen. Zack. Bisschen schick machen nachher. Ne, aber noch haben wir halt keine oder nicht großartig dekorative Gebäude. Außer dieses schicke kleine Denkmal. Oh, davon setzen wir auch eins. Ja, das kann man auch machen. Halt, unsere Besucher kommen nachher von der anderen Seite. Zack. Das heißt, wir setzen es hier hin. Ne? Das Schöne am Berg ist, wir haben nachher für diese ganzen Bedarfsgebäude hier schön noch Platz und können da schön was hinknolzen. Anfangen tun wir jetzt aber erstmal mit der Feuerwehr. Und die bauen wir wahrscheinlich relativ zentral. Weil die ja überall gut rankommen muss. Das heißt, wir bauen unsere Städtchen hier nochmal ein bisschen aus. So und so. Und gucken hier schön nach der Mitte. Das will mir ja nicht wirklich gefallen. Also so überhaupt nicht. Aber da können ein paar Bäume hin. So, bei der Feuerwehr bin ich mir tatsächlich nie sicher, wie rum das denn eigentlich soll. Ich glaube aber mal, weil die haben eh in beide Seiten Ausfahrten. Aber ich glaube, ich will den Turm nach hinten hin haben. Zack. Die bilden jetzt fleißig mutige Feuerwehrmänner aus. Oh. Brave Man. Zack. Gebäudereihe dahinter.
Straße rum, alles schicki. So, warum mache ich jetzt hier noch nicht viel mehr? Weil wir nur relativ hässliche, pimmelige Sachen haben. Obwohl dieser große Baum, der geht ja schon mal. Zack. Haben wir ein bisschen Grün in der Stadt. Ne, und ja, ich glaube, hier können wir das auch machen. Verklickt, gar nicht schlimm. So, freuen sich auch unsere Bauern schon mal ein bisschen. Können sich da gediegen besaufen. So, Kartoffeln. Wir brauchen nachher echt viel Schnaps, deswegen würde ich den Platz hier lassen. Oh. Da haben wir schon das erste Warnsymbol. Der ist schon fleißig überlastet. Ne, der hat mit zwei Destillen und zwei Sägewerken schon zu viel zu tun. Aber das ist gar nicht schlimm, das können wir nachher noch ein bisschen ausbauen. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns gleich die Arbeitskleidung. Hier, wie gesagt, reserviert für Kartoffeln. Und Arbeitskleidung, da hält sich, weiß ich gar nicht, doch, brauchen wir auch recht viel. Das sind halt diese Grundbedarfe, die brauchen einfach, braucht man immer irre viel von. Aber die sind ein bisschen kompakter hier. Von daher können wir das vielleicht einfacher machen. Oh. Da haben wir echt was Fieses übersehen. Wir haben keine Fische. Denn unser Fischer-Heini hatte keinen Straßenanschluss. Das ist mehr als schlecht. Wie schlimm. Ah, wir haben noch genug im Lager. Alles halb so wild. So, dann schauen wir doch mal. Hier geht's weiter Kartoffeln. Das heißt, wir können hier jetzt lecker Schäfereien hinmachen. Obwohl, so hinter dem Hafengebäude wird vielleicht auch ein bisschen Industrie nicht schlecht aussehen. Ich glaube, den Platz lassen wir uns auch offen. Machen dann lieber hier hinten weiter. Ja. Machen wir so. Und die sind halt echt läppsch, denn drei Felder, fertig. Schön viereckig. Genauso mag ich das. So, wie lange braucht ihr zum Produzieren? Beweisen Sie, dass Sie mehr sind als ein Schaumschläger. Was will er denn? Eine Abholaufgabe. Ja, für ein bisschen Goodwill machen wir das. Dafür. Retten Sie Häftlinge. Es geht vielleicht schief. Scheiße. Ei, ei. So, können wir gucken, wo müssen wir da hin? Entschuldigung. Das war ja ekelhaft. Okay, hier ist gar nicht viel los. Da schippern wir ganz gemütlich rüber. Ja. Und bergen die Heinis hier. Dann noch ein Priester. So, wo ist eigentlich unsere Insel? Da sind wir. Relativ zentral, das ist ganz cool. Aber wir lassen jetzt mal unser Schiffchen hinschubbern und kümmern uns dann weiterführend um unsere nette kleine Produktion hier. So, die brauchen auch 30 Sekunden, um eins zu machen. Das heißt, wir machen wieder gleich zwei. So. Eins, zwei, drei, vier. Da passt hoffentlich nachher noch eins hin. Und dann sollen die auch ein bisschen was verarbeiten. Und das will ich hier noch ein Lagerhaus machen. Ne, ein Stückchen weiter hinten machen wir das. Und dann können hier unsere beiden Webereien hin. Zack, und die können dann fleißig Arbeitsklamotten machen. Und dann sind wir auch schon fast so weit, dass wir die hier ausbauen können. Ja, die sind hier happy, alles cool. Kriegen Schnaps, haben ihr Wirtshaus da, können sich treffen, gediegen besaufen. Und da haben wir auch schon die erste kleine Mission. Mein Mann ist ein ganz toller Feuerwehrmann, aber er hat die Angewohnheit, nach seiner Schicht einen über die Durst zu trinken. Aber ich habe da eine Bitte. Letztes Mal haben sie ihn vollkommen abgefüllt zwischen den Mülltonnen des Wirtshauses gefunden. Ich mache mir große Sorgen. So. Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Den Hayopai sollen wir jetzt finden. Gucken wir mal. Wahrscheinlich wird er sich hier rumtreiben, wenn er verlässt. Da ist er auch schon. Vielleicht hier rumsaufen ist. Und ich würde sagen, der hat auch schon gut einen im Tee. Tanzt hier fleißig rum. Und da kann man einfach mal die schöne Grafik genießen. Und ich habe mir da schon irgendwie einen Trick rausgesucht. Ne? Ein wenig bekanntes Tastaturkommando. Wir können nämlich tatsächlich in die Ego-Perspektive gehen. Wie geil ist das? Und dann können wir hier rumrennen.
Dann gucken wir uns den Experten nochmal an hier. Wie er am Tanzen ist. Ne? Das hat ein paar Grafikglitches, aber das ist. Das übersehen wir einfach mal fleißig. Ja. Scherzkeks, würde ich sagen. Ja, aber das ist. Also, wie genial ist das? Wer sich das nicht immer für Anno gewünscht hat, der hat das Spiel nie richtig verstanden, glaube ich. Jetzt können wir hier geil durch die Gegend latschen. Ich meine, mehr geht nicht. Wir können sogar rennen und wir können springen. Also wie cool ist das? Dann können wir hier durch die Straßen tingeln. Können uns angucken. Ja gut, die holt ein bisschen komisch Wasser. Das ist aber gar nicht so schlimm. Hier rennen Hühner rum. Ich meine, wie... Kann ich die anklicken? Also ich kann sie markieren. Das ist schon mal witzig. Welch wundervolles... Dann lässt du dich also porträtieren? Oh, ich merke gerade. Ich kann die sogar ansprechen. Das ist ja cool. Das ist ja richtig genial. Das wusste ich ja noch gar nicht. Wollen wir die Promenade entlang gehen? Okay. Ich hoffe einfach mal, dass das Kind das gesagt hat. Das fände ich witzig, aber ansonsten werde ich irgendwie ein kleiner pädophiler Sack. Jetzt Enkel, ja, okay. Was sie sagen, ist halt nicht an die Figur gebunden. Das ist ein bisschen schade. Aber entstehen da witzige Sachen draus, ne? So, kann ich hier auch mitspielen? Was erzählt ihr mir so? Ne. Nix. Aber schön. Komm, gehen wir nochmal zur Feuerwehr. Weil das so schick ist. Kann ich eigentlich in die Gebäude rein? Ne. Schade. Ne? Feuerwehr ist tatsächlich noch wichtiger als in den anderen Anno-Teilen. Weil es wirklich ständig brennt, gefühlt. Naja. Oh, hier ist cool. Kann man sogar reinkicken. Leider nicht reingehen, aber ist ja egal. Ja, und das wird nachher mit Sicherheit noch weit imposanter, wenn die Stadt ein bisschen gewachsen ist. Aber es sieht halt einfach fickgeschick aus, meine Fresse. Ne, klar, die Texturen sind jetzt so nah dran ein bisschen matschig. Aber es war ja eigentlich gar nicht vorgesehen, dass man hier so hin kann. Ne, zumindest weist ein das Spiel in keinster Weise darauf hin, dass es diese Möglichkeit gibt. Und also detailverliebt ist es wunderbar. Wunderbar. Okay, gehen wir mal wieder raus. Zack. Dann sind wir wieder hier. Jetzt mal wieder. Umgewöhnen. Unser Schiffchen dürfte mittlerweile da sein. Jo. Ja, wir wollen nicht bauen. Flaggschiff steht zu Diensten. Sehr gut, Flaggschiff. Flaggschiff ist voll. Scheiße. Hätte man auch mal drauf kommen können. Aber mit dem Flaggschiff könnten wir eigentlich gleich eine zweite Insel besiedeln, bevor uns die eine wegschnappt. Und die hier ist schon bebaut. Die hier ist auch schon bebaut. Und die hier ist... Ja, die hat zwar Hopfen. Hat unsere eigentlich. Wir haben Paprika, Getreide, Kartoffeln und Salpeter. Hier gäbe es wichtig Hopfen. Hier auch wichtig Jagdgründe. Die Felle brauchen wir relativ bald. Das wäre, glaube ich, die bessere Wahl. Hier haben wir auch Hopfen und Jagdfälle sowie Paprika, die brauchen wir auch schon in der dritten Ausbaustufe. Dazu Zement, Kupfer, Stein, Eisen und Lehm. Hier haben wir von alledem etwas mehr. Spielstand gespeichert. Ich glaube, wir werden die nehmen. Ja, wir fahren hier gleich rüber. Koordinaten eingezeichnet. Ja, wir sind zwar noch im Minus, aber das hat sich jetzt gleich erledigt, wenn wir unsere Gebäude ausbauen können. Ich würde sagen, wir setzen hier noch fix in den Hafen. Beenden die Aufgabe und dann sind wir schon ein ganzes Stückchen weiter. Ja, die ist auch schön nah an unserer Insel dran. Das heißt, wir müssen nicht weit schippern. Dann haben wir noch Zeit für die Aufgabe. 20 Minuten, das ist ja... Oh, und den Ehemann hier, den Säufer, den haben wir noch gar nicht geholt. Steuermann? Nein, Steuermann fährt dahin. So, wir müssen nachher in die Richtung wegfahren. Das heißt, wäre cool, wenn hier irgendwo eine Anlegestelle wäre. Ja, da ist auch eine. Sehr schön. Komm rein. Dann sind wir nämlich auch gleich das Material los.
Das ist tatsächlich, finde ich, das ein bisschen unschön gemacht. Man kann den Kontur nicht... Doch, kann man? Oh, doch. Ne, das hatte ich noch gar nicht ausprobiert. Wollen wir den da haben? Ja, schön breit verteidigt. Das sieht eigentlich gut aus. Und dann bauen wir den da gleich und unser Schiffchen kann dann hier die Leute retten. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. So, ich soll entweder den Priester retten oder die drei Häftlinge. Ah, die erste Zeitung. Schau mal in der Kick. Den großen Berg leibhaftig zu treffen, das ist ein natürlich Privileg. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, alles egal wunderbar. Was. Sagen Sie es einfach, alle glücklich, alle zufrieden. Keine Änderung? Nein, wirklich? Warum auch? Ist keine ja schön. Änderungen? Hast du fein gemacht, Junge. Ne? Sei stolz auf dich. So, dann warten wir jetzt noch kurz aufs Schiffchen. Derzeit holen wir hier den Ehemann. Wir würden verstehen, wenn Sie sich übernommen hätten. Da ist der Kasper. So, was kriege ich jetzt? Oh, eine Bootsfrau. Kann auf Schiffen ausgerüstet werden. Und verringert ein bisschen den Schaden. Oh, ist mal eine feine Sache. So, der ist dann auch da hier. Admiral auf der Brücke. Imperiales Führungsschiff. Die Kurfürst. Zack, die haben wir. Und dann sollen wir die hier hinbringen. Steuermann. Mokwee. Setzen die ab. Unser anderes, ne, die bleibt erstmal verwaist. Noch brauchen wir die nicht. Die brauchen wir erst, wenn es Bier gibt. Ne? Ein urdeutsches Spiel. Bier ist sehr früh sehr wichtig. So, hier haben wir ein bisschen volles Lager. Wir kümmern uns hier um alle. Weil wir nicht so fleißig ausbauen, wie wir es vielleicht sollten. Das machen wir jetzt aber gleich mal. Denn wir holen uns bald die nächsten Experten ran hier. Das wahre Glück auf Erden. Und die haben dann etwas mehr Bedarfe und da brauchen wir sowieso Arbeitskraft. So, wo bleibt hier mein Dampfer? Da ist er. Zack. Ist diese leidige Sache erledigt? Ja, natürlich, Keule. Ich weiß das sehr. Wie denkst du? Flaggschiff steht zu Diensten. Wir hoffen, dass du ein bisschen dankbar bist. So. Und ich würde sagen, nach dem kleinen Rundgang hier durch unser Dörfchen ist das jetzt erstmal das Ende der ersten Folge. Und wenn ihr Bock habt, dann schaltet ihr einfach beim nächsten Mal wieder ein. Es wird dann auf jeden Fall, was sie auch tun, hier den Ausbau geben. Zack. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ich will es jetzt auch nicht drücken. Ich will die Spannung hochhalten. Nein, wahrscheinlich weiß es schon jeder, wie die aussehen. Aber es ist ja auch wurscht. Ne, mit irgendwas muss ich euch ja bei der Stange halten. Auf jeden Fall geht es dann die nächste Ausbaustufe und die nächsten Einwohner. Ja, und wenn ihr Bock habt, dann schaltet ihr dann wieder ein. Und bis dahin bin ich, euer Ragnar Bertholzer.